Die Al-Istiqama, das Wort Al-Istiqama, das kennt ihr auch aus der Surat al-Fatiha, kommt dort ein bisschen in einer anderen Wendung vor. Für den Sirat al-Mustaqim. Tayyib. Die Al-Istiqama bedeutet linguistisch, rein sprachlich, also wenn wir in den Wörterbüchern nachschauen, dann steht da Al-Istiqama Luzum al-Tariq al-Mustaqim wa Adam al-Iwijaj. Das bedeutet so viel wie sich an einer geraden Route zu halten. Sich an einer geraden Route zu halten, nicht nach rechts oder links auszuweichen. Tamam? Das heißt, einer bestimmten Schnur zu folgen. Das ist die Bedeutung von der Al-Istiqama linguistisch gesehen. Die Istiqama kommt hier vor in der Surat Hud, Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Im Grunde genommen kann man sagen, die Istiqama bedeutet, sich auf dieser Route, und diese Route ist ein Begriff für die Befehle, für die Verbote, für die Gesetzgebungen, für sämtliche Bestimmungen und Normen der Scharia. Das ist der Weg. Die Istiqama bedeutet, sich daran zu halten und davon keinen Millimeter nach rechts oder links abzuweichen. Also grundsätzlich, das ist die Istiqama. Lusum. Hier kann man tatsächlich sagen, dass die linguistische Bedeutung ist gar nicht so fern von dem Kontext. Lusum al-Tariq al-Mustaqim. Also das Verharren, sich festgreifen an dem al-Tariq al-Mustaqim. In diesem Kontext, dass das etwas Schwieriges ist, etwas Belastendes ist, etwas in eine, also belastend, aber in, nicht in dem Sinne, dass man überhaupt nicht dazu in der Lage ist. Das gibt es nicht in der Scharia. Es gibt keine Befehle und Anordnungen der Scharia, die überhaupt nicht ausführbar sind. Deswegen sagt Allah Ta'ala, la yukallifu Allah nafsan illa ma atah. Allah Ta'ala bürdet eine Seele nur das auf, was sie auch zu tragen vermag. Tamam? Das kommt in mehreren, an mehreren Stellen des Korans vor. Aber auf jeden Fall, es wird überliefert. Ich weiß aber gar nicht, wie die Situation dieser Überlieferung ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Shayyabatni Hud. Shayyabatni Hudun. Die Surat Hud hat mich greis werden lassen. Was heißt das? Aber das ist so eine Metapher, damit drückt man aus, dass etwas einem bange macht, belastend ist. Und die Ulama sagen, in der Surat Hud kommt dieser Vers ja vor. Fastaqim kama umirt. Also, halte dich an den geraden Weg, so wie es dir befohlen worden ist. Genau so wie es dir befohlen worden ist. Und das ist das ist der Taklif, der anstrengend ist. Tayyib.